Biss, Biss! Oh, ey! Nein, das ist die Mutti! Dazu! Ey, mit der Jackson, Alter! Was hast du dazu? Ein ekliges Ding! Jackson, was sagst du denn? Jesus, Marie! Mach mal den Schwanz so. 1,24 Meter. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei den Angelgypsies. Wie ihr seht, wir sind wieder zusammen am Start. Wir haben es mal wieder geschafft. Jackie, was haben wir heute vor? Ja, wir werden zur alten Tradition übergehen. Winterzeit ist Hechtzeit und das heißt, wir sind wieder zu den alten Gefilden zurück. Wir sind heute mal wieder standardmäßig, wie jedes Jahr, alle Jahre wieder am Graben, Leute. Ihr seht's. Ey, ja. Richtig krass. Das ist immer ein richtig komisches Gefühl, weil an diesem Gewässerabschnitt bzw. in diesem Gewässersystem hat wirklich alles angefangen, wa? So ist es. Hier haben wir unser erstes Video gedreht, jetzt nicht hier an dem Abschnitt, aber an diesem System. Das ist immer wieder, weiß ich nicht, also ich finde das immer richtig krass. So, da kommen immer, ich werde dann auch manchmal sentimental, Jackie. Nee, es ist wirklich so, hier hat wirklich alles angefangen. Ja, wie Jackie schon erzählt hat, wir angeln mit Köderfisch und Pose auf Hecht. Und ob was geht oder nicht, das werdet ihr sehen. Wir sind ein bisschen früher hier wie sonst. Sonst waren wir immer einen Monat später hier. Deswegen sind vereinzelt noch Seerosen hier am Start. Das werden wir euch dann nachher zeigen. Und drückt uns die Daumen. Viel Spaß mit dem Video. Und scheißt nicht ins Nest. So, Jungs. Nächster Biss bei Jackie. Der hat auch schon ein bisschen gehabt. Leider losgelassen. Vor allem jetzt. Ich werfe rein. Ziehe wieder ein bisschen an. Und ich habe gedacht, ich hänge da hinten in der Seerosen drin. An so einen Strunken. Und auf einmal die Rutenspitze so. Alter. Jackie, ich werde jetzt anhauen. Oh Mann. Hängt. Oh. Oh. Oh, da kann ich schon gehen lassen, ne? Oh, hängt ganz knapp, Jungs. So, wollen wir was haben, Jungs. Der erste Pike in den Kram. Ey, der hat schon 55 so, Jackie? Ja. Das Gras ist nass. Das ist richtig geil, weil die Nacht hat übelst geschifft. Knapp, was ist denn? Guck mal, 60, oder knapp, 60? Knapp 60. Alter, vor allem hier vorne war der Strohhalm gewesen. Ich ziehe übelst an. Ich habe gedacht, ich hänge da drin. Und immer merke ich an der Rutenspitze. So, oh, ich habe doch Biss. Ich dachte, check, ich habe Biss. Krasse Meile, ey. Und schön vorne hier hang, guck mal. Mhm. So, wollen wir es haben. Nicht so lange warten. Der hat schön gegriffen, der Junge. Guckt ihn euch an. Der erste Grabenhecht. Ey. 10 Minuten hier, Jackie, 3 Bisse. Ich glaube, heute ist wieder volle Eskalation. Aber mal gucken, wie groß wir noch werden. Den wollen wir jetzt schnell verorzen und dann sehen wir uns. Geil, Mann. Ja, Jackie, eigentlich ist immer erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Was tust du denn schon da reinhauen? Ich hatte doch die ganze Arbeit. Wie die ganze Arbeit? Wo denn? Du machst gar nichts, das ist das. Alles muss ich machen. Fischchen rein, Pose weg, hast du ja gesehen. Wie schmeckt's? Was gibt's denn hier heute Schönes? Wo ist der Bautzner? Gibt's nicht. Ne, ohne Bautzner esse ich's nicht. Du saust dich dann noch, ne? Guckt nicht an hier. Ja, du musst doch mal erstmal einen Fisch fangen, bevor du was essen kannst. Das ist eine Belobigung eigentlich. Eigentlich müsste ich jetzt hier reinmampfen. Ich weiß, dass ich was fange. Dann kannst du schon vorher essen. Oh Gott. Nein, ich bin gespannt. Ey, richtig geiles Feeling, wa? Mit der Ruhe, geht dann gleich los.
Ich bin gespannt bei dir. Ey, du konntest schon einen richtig geilen Meter hier fangen, wa? In diesem Kram hier. Was denkst du, geht heute ein Zander? Weil Zander hat man hier auch schon. Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Nein. Ja, warte ab. El Gypsus, der holt nachher eine Joker-Karte raus. Mach mal Mund zu beim Essen. Geht nicht. Oder muss Sauerstoff ran, der schmeckt's besser, oder was? Das auch, ja. Ja, ich bin schlau, oder? Jackie hat jetzt einen Biss. Haust du an? Ja. Warum das jetzt? Jetzt schon? Oh, nein! Warum haust du jetzt schon an? Oder taub, der hast an die andere Pose gezogen. Alter, du hast nicht mal 30 Sekunden gelassen. Oh. Nein! Das Jackie, was soll denn das? Warum haust du schon? Ey, du hast doch nie so zeitig angehauen. Du hast zur anderen Pose geschwommen und bevor sich alles vertüttelt und so. Wenn das ein guter ist, dann hat er einen. Ja, aber keine 30 Sekunden. Kein Riesenfischchen, dann hat er einen. Dann muss er einen haben. Dann war es ein Spritzer. Ich hatte noch ein bisschen gehabt. Ja, der hat auch wieder losgelassen. Ja. Du hattest noch ein bisschen losgelassen. Ich weiß nicht, ist heute Freitag der 13. oder was? Mann, ey, die stand jetzt ganz schön lange, die Pose, ey. Ja, und einfach weggeräuchert dann mit Ema, wa? Normalerweise geht es immer ratzfatz, da schmeißt er rein. Ja. 30 Sekunden, Puff, Pose weg. Und heute dauert's. Ich hatte jetzt einen dritten Biss. Und jedes Mal stand die Pose mindestens 5 Minuten, 10 Minuten. Ganz komisch heute. Ja. Egal. Na, vielleicht hat er nochmal Bock. Vielleicht war es ein Meterhecht hier, der Meterhecht, den du schon mal hattest, der hat nochmal Bock jetzt. Häng nicht dran, das schon. Also wäre ich ein Meterhecht, Jackie, ich würde 5 Fischchen fressen. So Jungs, nächster Biss. Ey, der hat die Pose so weggedreckt, Jackie, oder? Mhm. Ich würde so. Alter, das war so krass. Wir haben gerade wieder hingeguckt, oder? Soll ich jetzt mal anhauen schon? Ja, ich denke, der hat einen. Sicher. Der hängt. Pass auf, bist du schuld, wa? Ist egal, der du sollst jetzt nicht so anhauen. Der hängt. Du willst schon, wenn ich ihn jetzt versauere, was mit dir passiert. Der hängt. Ja? Der hängt. Jungs, ich hau an jetzt. Der hört zu lachen. Weg. Oh, ich guck dir so in die Schnauze klappen. Das gibt's doch gar nicht. Nein! Ey. Du hast. Ey, mach die Kamera aus jetzt, damit das keiner sieht. Ich knall dich jetzt rein. Nein, das gibt's nicht. Oh, ey, das kann doch nicht sein, Alter. Was ist denn los hier? Das sind schon keine Riesenköderfische, oder? Das gibt's doch gar nicht, ey. Mann. Wie kann denn? Du hast ja, ich hätte noch bestimmt 30 Sekunden jetzt noch gewartet. Ja, aber Alter, das Fischen ist so klein. Das gibt's doch gar nicht. Das sind doch Babys oder was hier. Ach, das war ein Zander gewesen. Du hast mir versaut. Du hast mir wieder nicht gegönnt. Neues Fischchen ran und weiter geht's. So Jungs, Jackie, nächster Biss. Haust du an jetzt? Ja. Hängt nicht. Hängt? Und 90er? Ein Riese. Ehrlich? Was ein Löwe, Junge. Ein Meter. Au. Von außen hoch, ey, ganz knapp hochgehakt, wa? Mensch, ey, das ist so ein 50er. Das ist ja wieder unfair. Wie dünn der ist, ja? Der ist übelst schlank, aber 50 hat der auch. Ein Schmalhans. Hand nass machen, Kumpel? Ja. Außen gehakt, erzählt wird er nicht. Warum ist denn der von außen gehakt? Du reißt wohl die Hechte hier. Was ist denn das für ein Schmalhans, sag mal? Ey, aber dickes Fetri, Jackie, zum ersten Pike heute. Ja, endlich. Der hat auch 50. 50 hat er. Bäm, Kumpel. Yeah. Weiter geht's, würde ich sagen, oder? Genau. Schade, ey. Hoffentlich kommt noch ein dicker. Aber das ist nun mal der Durchschnitt hier. So ist es. Und damit sind wir auch zufrieden. So ist es. Hauptsache es so wild, ey. 7.08. bist schon, wa? Ja. Endlich hing mal wieder einer. Eigentlich müssen wir jetzt einen Fanta trinken, weil du hast den ersten Fisch gefangen. Nicht. Den werden wir schnell verarzten und dann bis deine Antenne. So Jungs, wie ihr seht, Jackie hier fast im Busch. Solche Stellen sollte man ja auch nicht auslassen, wa? Genau. Kumpel? So sieht's aus. Da drüben am Rand steht die Pose. Oh, das kann doch bloß ein Terra sein, oder? Ich denke. Er ist auf jeden Fall noch da, man sieht's. Aber wir haben ihn leider schon gesehen. Gespottet. Es ist noch ein Terra. Ja, also hau an jetzt. Holen dir Tiger jetzt. Kann passieren, er hängt nicht. Ja, mit deinem Glück. Da hast du ihn wieder sonst wo gejagt. Und er hängt
sogar. Hängt? Ja. Alter. Ich denke, es ist ein Dara, ist dieser. So. Wie hast du den? Hast du den schon wieder? Hab ich den wieder gerissen? Wie geht denn das? Wie machst du? Nee. Doch. Hä? Wie geht denn das? Ich weiß nicht, wie ich das aber mache. Jackie. Gib mal kurz einen Gäscher. Ja, aber wie geht denn das? Jungs, am Kopfbereich wieder ein bisschen habt gerade. Hier. Das kann doch nicht sein. Wie machst denn du das? Du bist der goldene Reißer oder was? Ja, genau. Hau den Kescher richtig rein ins Wasser. Oh, das war schon wieder dumm gewesen. Kescher weg, naja. Aber trotzdem, Petri. Der muss, wo du angehauen hast, der wollte, der hat aber schon schnell ausgespuckt und wollte abhauen, oder? Das Fischchen würde Quere gehabt. Und der Haken macht er nicht hinten. Ja, wie geht denn das, Jungs? Guckt euch das mal an hier. Zack. Zum Glück nur eine Flosse. Trotzdem schade, aber kann man halt nicht ändern, wa? Zeig nochmal kurz. Deine Hände sind nass. Das ist der kleine Scheißer. Trotzdem, Pikey. Dritte Pikey. Der geht natürlich ganz schnell zurück, Jackie. Und dann werden wir uns weiter durchboxen. Ey, wenn du hier einen Flattermann machst, ey, da hau ich mich sowas von weg. Das kannst du aber annehmen. Was machst du denn? Oh ja, zack. Aber trotzdem, Kumpel, lass mich nicht hängen. Bam. Ingekascht, auch wenn noch nicht regulär. Zählt nicht. Der zählt nicht. Der zählt nicht. Ja, bei dir zählen sowieso keine Fische. So, Jungs und Mädels, am Zanderspot ging gar nichts. Jetzt sind wir eine Stelle weiter und Jackie hat jetzt einen Biss. Ja. Ich habe gesehen, Jackie hat gerade die zweite reingehauen. Ich gucke da gerade hin auf immer. Wir wollten gerade Mittagspause machen. Ja, ich wollte mir gerade schön zwei, drei Kniften hinter der Flinte hauen. Und jetzt ist wieder ein Biss. Komm, lass jetzt mal ein besserer sein. Wenigstens mal einen Hecht, den du vielleicht regulär fängst heute. Ich klatsche jetzt an. Jetzt schon? Oder? Nein, ich weiß es auch nicht, ey. Eigentlich, früher haben sie mal gesagt, Zigarettenlänge. Wenn das ein guter ist, hat er ihn. Wenn es ein guter ist, hat er ihn. Nee, wenn du wieder versaust, dann nimmt er ein bisschen Schnur, gucke. Dann war es ein Schießer. Oh, da war hinter der Schnur, du. Sag ich ja. Klatschen ihm jetzt eine. Ja, jetzt ja? Ja, alles oder nicht. Hängt? Ja. Und? Das ist kein Riese. Aber auch kein ganz schlecht. Oh, guck mal, wie der abpfeift. Zander. Was, ein Zander? Quatsch! Ehrlich? Ja. Ehrlich? Warte, Kescher, warte mal! Hier, warte! Jetzt ist richtig. Ey, hol ihn raus, Alter, das ist richtig guter Zetti! Holen! Jackie, mach schnell! Scheißegal wie! Holen ran! Holen! Jackie, holen ran jetzt! Jetzt hier vorne, holen ran jetzt! Mach! Boom! Boom! Jackie, was ist da los? Alter, ey, weißt du, was das für ein. Was ist denn das? Ich sah auch noch auf den Zanderspot, mir ist nichts gegangen und jetzt hoffe ich mal das. Der haut an, das ist ein Zetti. Und ich sah auch noch, ey, ja. ich hab noch gesagt, ist deine Pose vielleicht zu schwer? Und Jackie sagt, ach, das wird schon gehen. Ey, ich drehe durch, ein Zetti. Ey, und was, das ist ein 17er Maschine, Alter, bestimmt. Das ist ein knapper 70er, Alter. Ey, aus dem Kram hier. Ich drehe komplett frei. Ja, ey, Jackie, was ist hier schon wieder passiert? Schön leise, nur hin. Vor allem, ich sah auf meinen Zanderspot, ging nichts, Alter, eine Stelle weiter. Und Jackie, wie immer, bumm. Alter, den werden wir euch jetzt gleich zeigen. Nein! Oh, was für ein Zetti, ey. Oh, ich drehe ab, Jungs. Schön gehakt, wa? Oh, ey, Jackie! Guckt euch diesen Zander an aus dem Kram. Oh, ey, Jackie, ich bin jetzt komplett wieder sprachlos. Genau 70 cm habt ihr gesehen. Aus so einem Kram, aus so einer Pfütze, ey. Nee, Jackie, ich drehe komplett durch. Was ein Ballermann. Guck dir den Zetti an. Wasservampir. Ich drehe durch. Hey, Jungs, den werden wir jetzt schnell verarzten und denken, die Pose muss schnell wieder hin, weil du hast ja bei mir letztes Mal gesehen, da hat ein kleines Wetter gebissen. Deswegen fix rein. Guckt euch den Zander an. Alter, aus dem Kram, was für ein schöner Monster-Zetti. Geil. Vor allem aus so einer Pfütze, Jackie, ein 70er Zander. Wo kommen denn die her? Wahnsinn. Schnell verarzen. Ja, ey Jackie, komm. Jetzt müssen wir eine Fanta killen. Das kannst du aber wissen, Alter. So, Jungs, ich habe natürlich bei Jackie in der Nähe gehauen, weil bekanntlicherweise letztes Mal hat es sehr gut funktioniert, dass wir da zwei Zander hatten. Und jetzt ist wirklich die Pose. Bäm, Alter. Voll abgeschwortet. Und jetzt nimmt der Schnure hier. Ich habe extra eine kleinere Rotfeder drauf gemacht, Jackie. Gucken.
Oh, der hat schön Schnur hier, der zieht schön da lang, an der Kante hinten. Wenn das ein Zander ist, ey, der saugt ihn voll weg. Dann hängt er auch. Ey, nicht schon wieder, wenn ich jetzt, ey, denn da hau ich dir wirklich rüber runter. Es ist einfach so, wenn das ein ordentlicher Fisch ist, hat er ihn. Fertig, aus. Da brauchen wir nicht diskutieren. Und ein Zander saugt. Ja, ich sauge auch gleich, wenn ich versauge. Saugt. Hol das Ding jetzt raus, damit wir erstmal eine Molle wegsaugen können. Aber bitte sag, dass Hecht ist, weil sonst muss ich die Kamera hier in den Bottich hauen. Nein. Wenn du jetzt einen Zander fängst, hau ich dir sowieso deine Pfeffis raus. Das wirst du gleich sehen hier, mal ich jetzt wird ein 80er abschneiden hier. Soll ich jetzt anhauen? Gib ihm, bevor er ausspuckt. Mal machen. Hängt? Jo. Und? Hecht. Ja, Hecht. Oh. Ah. Hey, aber trotzdem. Okay, aber hängt gut. Richtig geil. Vorne schön gehakt. So wie es sein muss. Oh, ich aber ja. Ich habe jetzt wirklich gedacht, Zander, du auch? Hast du jetzt auch einen Zander gedacht? Naja, möglich ist das. Weiß man nie. Ey, aber Jackie. Perfekt gehakt. 70er Zander hier. Und jetzt nach 2 Minuten der Hecht, der kann auch 50 haben. Ja, auch wieder ein 50er. Ich sage also, bei alles, was über 50 ist, 55, das hat das dann auch ordentlich. Richtig geil. Da kannst du anballern. Top, ey. Aber gleich vorne hängen, wa? Ja. Richtig geil, dann werden wir jetzt schnell verarzten und dann kommt die Pose wieder rein. Vielleicht geht doch noch mal ein Zander, aber der Tag ist schon wieder richtig. Wenn wir unterwegs sind, war das eskaliert komplett. Ich weiß nicht, warum das so ist. Mann, warum? Ey, das gibt's doch gar nicht. Warum ist denn das so? So ein wunderschöner Fisch. Ist so wirklich, ey. Wir werden jetzt schnell, ganz schnell verarzten und dann sehen wir uns bei einer Fanta. Sagen, der nächste Biss. Ist die Pose unten, Jackie? Ich habe einen Kescher in der Hand. Steht so schön, zieht langsam. Oh, da, ja. Wie ist dein Tipp immer, wenn du jetzt einen Biss hast? Ruhe bewahren oder völlige Eskalation? Erstmal Herzschlag kontrollieren. Mein Herz. Ich glaube, ich gebe ihm gleich eine. Ey, das ist immer so spannend, wa? Mann, das ist bestimmt wieder ein Strubi. Ja? Stimmt. Warte mal, jetzt kann man die Pose sehen, warte mal. Ich zoome mal ran. Ja, jetzt sieht man sie. Der schon wieder da so rüber schwimmt, der kriege ich schon wieder. Die kriegst du schon mal Puls. Aggression. Oh, nein, guck mal, da ist ein Baumstamm da drin. Ja, ich weiß. Kriegt jetzt einer. Nicht, dass er da jetzt reingezogen ist. Sicher? Gibt's den einer? Das war ja, also. Das war ja schwach gewesen. Du kannst ja gar nicht heute. Wenn er nicht hängt, hängt er nicht. Ah, Dreck, den. Du machst kein großer. Also, dein Trick hat nicht geholfen, ja. Der Trick hat geklappt, die Kleinen nicht verangeln. Ja, genau. Wo willst du wissen, dass es ein kleiner war? Vielleicht war es eine 19er Maschine. Das sehe ich gleich, ja. Ach, du siehst alles gleich. Also, welchen Mini-Piep, Mann. Bist du auch Petrus? Petrus Maximus, zeig mal, kannst du dir mal deine Montage jetzt mal zeigen hier? Weil die haben wir nämlich heute noch gar nicht gezeigt. Oh. So, jetzt Tackle-Check. Tackle-Check. Wir fangen an. Ja. Oh, heute fangen wir mal oben an. Ja, da bleibt man ganz entspannt hier. Zeig mal jetzt. So. Ein Stopper. Ach so. Hm. So, dann. Was ist das für ein Stopper? Kopf-Vorfachschnur. Ein Posenstopper. Geflochten. Als Posenstopper gebunden. Okay. Dann. Ja, man sieht sie nicht ganz so. Eine Schnur. Jetzt, oh ja, man sieht eine das. Perle. Mhm. Warum? Weil das Loch von der Pose ist zu groß und ansonsten würde der Stopper durchgehen. Deswegen. Kannst du keinen vernünftigen Stopper mal kaufen? Mensch, ich habe kein Geld. Ja, kein Geld, ist klar. So, dann 15 Gramm Durchluftpose. Mhm. Heute mal Durchluftpose, gefällt mir bis jetzt sehr gut. Macht einen guten Eindruck. Vertüttelt sich auch nicht. Dann 10 Gramm Tropfenblei, Durchlauf, gestoppt durch Bleichrot. Einfach. Wie viel Gramm? Hallo, wie viel Gramm? Wenn denn genau? 1 Gramm Bleichrot. Ist das wirklich 1 Gramm? Ich hole die Waage her. Wirklich 1 Gramm, kannst du holen. Okay. Dann stinknormaler Wirbel,
80er Mono Drilling, wie ihr es von uns kennt. Dann Fiebe dran, rein, Pose weg. Ja, also nicht Fischchen rein, Pose weg, sondern Piepe rein, Pose weg. Piepe rein, Pose weg. Die hängen mal wieder durchs Kreuz, oder? Genau, wie immer. Also wie immer habt ihr schon in anderen Videos gesehen. Anköderung. Oder wollen wir es nochmal zeigen? Na gut, Jackie, komm, wir zeigen es trotzdem nochmal. Ja. Weil es kommen immer neue Abonnenten dazu. Genau. Vielleicht auch die Einsteiger oder sowas. Genau. Wir nehmen immer frische. Wir haben meistens frische. Von daher nehmen wir frische. Seht's. Da. Und ganz wichtig ist immer, was ich finde, wirklich Rundkehlschnitt und nicht bloß die Stochen. Genau. Weil ich habe es auch schon mal gehört, dass wir hier gestochen haben, weißt du? Und Kontrolle kam und da gab es Ärger, weil es noch ein bisschen Zuckung hatte. Deswegen Rundkehlschnitt immer ganz sicher gehen. Genau. Ja, und dann Schwimmblase zerstechen, durchs Kreuz rein, so auf Höhe von der Rückenflosse, da hat es am besten Halt. Könnt ihr ein Stückchen weiter vorne machen, das ist egal, das tariert sich dann so halbwegs aus. Wisst ihr, die haben wir sogar schon mal dran gehabt, wa? Die hatten wir auch schon mal dran. Oh, hier hat es schon eine Attacke gehabt. Genau. Oh, hier, die Zähne, siehst du hier? Oh. So. Dann geht die ganze Geschichte raus. Schön leise und vorsichtig, wir angeln hier immer recht kurz. Vor allem Jackie sagt ganz leise und vorsichtig, aber das Wasser ist hier fast glasklar und der hat eine rote Jacke an. Also das kannst du schon, das kannst du gehen erzählen. Also wir gehen wirklich hierher in den Kram, wo es 1,20 Meter tief ist. Wir haben ungefähr so 60 cm tief gestellt oder 70 cm Vorfachlänge. Und er kommt wirklich mit der roten Jacke hierher. Ich weiß nicht, was das soll. Andere machen einen roten Stopper, damit der Köderfisch nicht runterrutscht. Ist genau dasselbe. Die stehen auf rot, die Jungs. Ach, Jackie, nächster Biss. Na, jetzt läuft es wieder wie ein Länderspiel hier. Hängt? In Stockfisch. Vor allem sagt er, hängt. Jo. Jo, hängt. Ey, Petri zum Stockkumpel. Ah. Dickes Petri. Mann, ey, was ist denn hier schon? Wie groß ist der hier? Ist das, das ist ein Einender, wa? Das ist ein Aal. Ein Stockaal. So, Jungs, nächster Biss. Die stand auch wieder eine Weile, aber heute ist das so. Umso länger die Pose steht, umso besser ist es. Auch nicht anzuppeln oder sowas, wa? Nein. Am besten ist wirklich heute einfach ruhen lassen. Der schwimmt nicht zum Land so, wa? Nee, der steht schön in der Mitte drin. Der zuppelt auch nicht so, guck mal. Man sieht ja die Pose immer unter Wasser. Hm. Das ist ein Sonder. Was ist? Ja, den drehe ich richtig ab. Mal gucken. Was war jetzt da? Soll ich anhauen jetzt? Klar, Mann. Ja, du sagst doch mal klar. Ey, ihr wisst ja auch nicht, wie sich das anfühlt, wann, wenn die Pose weg ist und sowas. Das ist ein ganz krasses Gefühl so. Guck mal, der macht ganz ruhig. Mhm. Das ist ein Dicker, der hat ihn. Ist das ein Dicker, sagst du? Ja, das ist ein richtiger Zoten. Ehrlich? Was schätzt du so? Um 60er Zander. Jetzt hör auf mit deinen Zander. Eng. Auf die Barsche, Alter. Man kann schon her, hier, Kumpel, warte. Ah, hier. Wo die Taschentücher sind. Aber ich rutsch mal hierher. Oh, das ist schön hier. Der macht da so schon Remi-Demi bei mir, ja. Aber wieder in die Kasche, wa? Hast du dir geholt. Hand ein bisschen nass machen hier. Und da denkt man in größer, wa? Mhm. Alle übrigens abgehungert hier. Kein Dicker. Aber warum sind die abgehungert? Das ist ohne. Die wollen wir natürlich ganz schnell abhaken und gleich wieder reinsetzen. So, der kommt ganz schnell wieder zurück. Der ist ganz klar untermaßig. Schick mal deine Mutti jetzt vorbei hier. Aber wir haben uns wieder einen geholt jetzt. So ist es. Hast du noch was zu sagen, Jackie? Dickes Petri, mein Freund. Ey, und du hast gesagt, das ist ein 65 Zander. Ich hab dir doch gleich gesagt, der hängt. Du bist so eine Lusche, ey, echt mal. Wenn du Wetterexperte wärst, du würdest sagen, ja, hier 30 Grad in Sonne und dann Hagel, minus 5 Grad und Sturm hier, 70 km/h. Das wärst du. Deine Voraussagen, das kannst du gleich stecken lassen. So, Jungs und Mädels, nächster Biss. Wir haben uns schon überlegt,
ob wir wieder dahin gehen, wo der Zander gebissen hat und wo wir die meisten Bisse hatten und wo wir auch voriges Jahr die besseren Fische hatten. Aber jetzt hat wieder einer gebissen, Jackie. Tja, mal, jetzt hinter Schnur, jetzt kriegt er eine, Jungs. Bitte häng, Baby. Hängt. Ja, aber es ist ein Kalt, wa? Ach, ein ganz kleiner. Wieder so ein kleiner, wa? Mhm. Die hake ich ganz schnell ab. Wie ist er, Jungs? Kommt ganz schnell wieder rein. Den lasse ich schön. Schon nassen Gras gleiten, hast du gesehen? Ja, hast gut runtergleiten lassen. Sag ich ja. Ja, wie immer die Pose wieder weg. Was macht man? Geht mal vor oder wollen wir nochmal 10 Minuten hier probieren, Jackie? Probier noch schnell 10 Minuten und dann hauen wir ab. Ja? Ja. Warum hast du kein gutes Gefühl so, oder? Ist auch nicht. Hier kam noch nie ein großer. Klar haben wir immer Fische gefangen, aber... Aber du weißt halt nie, ob hier ein großer ist, wa? Das weiß man vorher nicht. Hm. Ich weiß nicht, was wir machen. Ich auch nicht. Ich würde sagen, ich mache nochmal eine Stelle. Ich mache jetzt ein neues Fischchen ran. Genau. Und dann sehen wir uns wieder. Jo. So, Jungs und Mädels, wie ihr seht, wir sind wieder am Start. Das heißt, es ist Game Over and Out. Wir machen Schluss für heute. Es hat leider nichts mehr gebissen. Unser Bauchgefühl hatte diesmal nicht so richtig recht, weil wir haben ja gesagt, wir gehen nochmal zurück und kaschen uns noch ein. Aber wir hatten nicht einen einzigen Biss mehr. Aber trotzdem ein richtig krasser Tag. Jackie, 70er Zetti aus so einem Kram. Wie krank ist denn das schon wieder gewesen? Ja, wow. Und wie wir ausgeflippt sind, das sind so eine Emotion, man denkt gar nicht, dass so eine Fische in so einem Kram drin sind. Deswegen ist die Freude umso mehr, sage ich mal so. Das ist für eine Überraschung gut, die kleinen Dinger. Aber diesmal war leider der größere bzw. vernünftiger, bessere Hecht leider nicht am Start. Hallo, ich hatte knapp 60er. Ja, aber mal so ein 70er, 80er ist ja auch mal möglich. Wisst ihr ja, kennt ihr aus den anderen Videos vielleicht schon, wenn nicht mal abchecken. Ja. Und ja, der ist uns heute verwehrt geblieben. Dafür wird man mit einem schönen Zander belohnt. Ist auch in Ordnung. Naja, ein 70er Zander hier, das ist total krass. Eigentlich müsst ihr dir noch eine Schnauze hauen, so geil ist das. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da, schreibt gerne was in die Kommentare und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr kein Video mehr. Genau. Und haben wir noch was? Ach so, wir haben noch was. Checkt gerne twitch.de aus mit dem Code Gypsy5. Bekommt ihr 5% Rabatt. Wer uns unterstützen will, nur mal so nebenbei. Den Link werde ich in der Videobeschreibung unten reinklatschen. Braucht ihr bloß drauf gehen. Und dann geht das alles in Gang. Ja, dann sind wir raus. Cool. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Gönnt euch noch eine Fanta. Machen wir jetzt auch noch. Und dann sind wir raus. Bis Tändchen an. Tändchen. So ist es. Oder, Jackie? So ist es. Und denk dran, immer schön Müll mitnehmen hier. So ist es. Ja, da hast du nochmal drauf. Ja. Ey, Jackos, mach dich weg jetzt. Das gibt's wieder.